das Tor des Herbstdurchgangs. Wählen Sie Arben Silmani für seinen Treffer im Spiel der Austria Lustenau Amateure gegen den FC Schwarzach. Tor 2 gehört Christian Schöpf, der Dornbirner Stürmer, verwandelte in der Regionalliga Westpartie gegen den FC Höchst diesen sehenswerten Freistoß. Torschütze Nummer 3, Thomas Spekala, der Spieler von Blau-Weiß Feldkirch, traf im Spiel gegen den SC Bruggens nach einer Flanke per Volley genau ins Kreuzeck. Matthias Ammann heißt der nächste Kandidat bei der Wahl zum Torschützen des Herbstdurchgangs. Der Stürmer traf gegen den FC Wolfurt mit einem sehenswerten Rückzieher. Und last but not least Michael Nicolussi, der Spieler vom FC Nenzing, traf nach einer sehenswerten Kombination durch die gesamte Abwehr von Lucia Blutens. Der Torschütze zum Tor des Herbstdurchgangs wird bis Ende November online ermittelt. Mitvoten können Sie unter www.vol.at. Achtung, alle Teilnehmer nehmen auch an einem Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Fahrt für zwei Personen zum UEFA-Cup-Spiel des FC Bayern München gegen Aristis Saloniki oder zwei VIP-Karten für ein Bundesligaspiel des Cashpoint SCR Alltag. Viel Spaß beim Mitvoten!